So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Ich habe letztens eine Flasche Chili-Soße bekommen, beziehungsweise Chili-Dip von der Bierschanga selbst gemacht. Ihr seht, ich habe schon einiges davon getestet, verbraucht. Die Hälfte ist ungefähr noch da. Ich habe mir das fast überall mittlerweile rangemacht. Ich fand immer noch, das schmeckt wie so eine gute alte Tomatensoße aus der Schulküche mit Zwiebelstückchen. Irgendwie so einen richtig fruchtigen, leckeren Geschmack. Ist ja eigentlich eine Mango-Chili-Soße. Ich fand die jetzt nicht so scharf. Pupsi habe ich mal einen Löffel probieren lassen. Die hat gesagt, ah, viel zu scharf. Da habe ich wieder gemerkt, dass ich nichts mehr merke. Gleichzeitig merkte Adi auch nichts. Adi, Schatz, was machst du da? Der hat nämlich unser Produkt der Woche hier und habe gedacht, ich habe doch vor langer Zeit von Pupsi mal eine Packung Samyang-Nudeln bekommen. Ein 5er-Pack. So was habe ich mal gesehen. In Berlin, als wir auf dem Weg zum Go-Fest waren, da gab es Samyang-Nudeln im 5er-Pack, die genauso teuer waren wie alle anderen Samyang-Nudeln, nur dass da keine Soße dabei ist. Also einfach ganz normale Samyang-Nudeln, die ihr euch machen könnt, ohne Soße, die ihr überall dran machen könnt oder nutzen könnt. Das war auf jeden Fall irgendwie interessant, aber irgendwie auch sinnlos, weil bei den anderen hast du Too Spicy für, sagen wir mal, 10 Euro 5er-Pack und hier hast du einfach nur nix für 10 Euro. Und deshalb habe ich mir gedacht, damit ich zum allerersten Mal wirklich diese Nudeln probiere, packe ich mir da schön diese Chili-Soße von der Bierschanga ran und gucke mal, wie das schmeckt zusammen, um das mal zu testen. Und es sind ja 5 Packungen drin. Ich weiß nicht, ob ich eine mache oder 2. Ich glaube, ich werde eine machen, dann wird die Soße aber nicht ganz leer, aber kann man ja immer noch auf Burger, Pizza, Sandwich, irgendwas alles drauf machen. Guckt euch die Packung nochmal an. Hier steht also Samyang. Hier ist ein Männchen auch drauf. Normalerweise ist da immer das Hühnchen. Hier ist kein Hühnchen, weil das hat ja keinen Huhngeschmack. Überall steht ja immer Chicken Flavor, Hot Chicken Flavor. Hier steht einfach nur Use it anytime. Plain Noodle only. It's Noodle. Und mehr ist das nicht. Ihr seht auch noch die Anwendungsgebiete hinten drauf für irgendwas. Da sind noch 3 verschiedene Sachen. Und ich sehe auch schon das Datum. Hier steht Exp 15.12.22. Das heißt, die sind jetzt eh schon über die Zeit. Aber ist nicht schlimm. Ich mache es nämlich auf. Und gucke original einfach mal hier rein, wie das aussieht, wenn wir so eine Nudelpackung rausnehmen. Da kannst du den besten Freunden eine Freude machen und sagen, hier ein Päckchen Samyang-Nudeln, aber halt ohne Soße. Aber das kann man ja nehmen und kann das schön mit einer anderen Soße dann ergänzen. Das mache ich kurz warm, das gebe ich mal drüber und dann mal gucken, wie es schmeckt. Ich brauche immer noch irgendwas fürs Thumbnail, ich weiß aber nicht was. Reicht das so fürs Thumbnail? Dieses Samyang-Nudelpackung. Alternativ musst du halt hier den kompletten Klotz nehmen. Ich glaube, das Kleine sah besser aus. Wir melden uns gleich zurück, wenn es fertig ist. So, das Wasser ist fertig. Ich habe mich doch dazu entschieden, jetzt 2 Packungen aufzumachen. Wir kippen das kochende Wasser jetzt einfach hier über die Nudeln. Ich meine, die sind ja eh jetzt schon über die Zeit. Wie lange will ich sie noch aufheben? Die Soße muss weg von der Bianca. Die ist selbst gemacht. Die hält sich auch nicht mehr so lang. Wenn die einmal angefangen ist, musst du die verzehren. Die Nudeln müssen eh weg. Also machen wir wieder 2 Packungen. Eigentlich hatte ich ja damals mit dem Amikosi gesagt, wenn er nochmal Soßen schickt, diese selbstgemachten Chili-Soßen, ich habe diese Samyang-Nudeln, da fehlt Soße, wäre das die perfekte Kombination. Ich habe bis jetzt noch nichts von ihm bekommen. Ich weiß nicht, wie weit er ist. Und 3 Packungen sind ja immer noch übrig. Beim letzten Mal habe ich auch 3 Packungen Amikosi Sosi bekommen, also 3 verschiedene Flaschen. Würde also noch aufgehen, da kann ich ruhig 2 Packungen jetzt für die Bierschanga Soße nehmen. Das ist theoretisch direkt fertig, das finde ich ja immer so gut. Kochendes Wasser einfach drauf und die sind gefühlt schon direkt weich und man kann die direkt schon nehmen. Ich habe mir letztens auch hier diese super Schüssel besorgt, da werde ich jetzt gleich alles reinschmeißen, dann mal die Soße drüber kippen, dass ihr das besser seht. So, ich freue mich auf jeden Fall, ich denke aber nicht, dass das jetzt so scharf ist, wie normal die Samyang-Sachen immer, wenn man die so isst, weil die Soße halt keine Samyang-Soße ist, aber trotzdem mega gut schmeckt und darauf kommt es ja an. Adi, Schatz, alles Gute!
So, die Nudeln sind jetzt fertig. Habe ich alle hier in diese Schüssel reingemacht. Das sieht doch richtig genial aus, oder? Normal esse ich das immer aus dem Topf, wenn ich es nicht filme. Aber ich dachte mir, wenn ich filme, mache ich das jetzt immer in die Schüssel, dass es eben genialer aussieht. Das riecht jetzt hier richtig schön nach Nudeln. Irgendwie ein bisschen eierig auch. Wie Eier, Nudeln, richtig ein bisschen so muffig alles. Alles dran. Vielleicht sollte man einfach mal einen Fetzen von den Samyang-Nudeln so probieren. Da merkt ihr, dass ihr eigentlich gar nichts dazu braucht, die ruhig so essen könnt. Aber weil ich jetzt trotzdem zwei Packungen gemacht habe, will ich jetzt natürlich hier die gute Bierschanger-Soße mal drüber machen, drauf machen. Mal gucken, was passiert, wie sich das äußert, wie viel wir da machen. Ich weiß gar nicht, wie das am besten rausgeht. Ich glaube, das sitzt die wahrscheinlich morgen noch da. Wenn ich die ganze Zeit jetzt hier drück. So, mal andere Richtung. Komm, da ist nicht mehr viel drin, der Rest geht auch noch. Ich glaube, andere hätten das in einem Zeitraffer gemacht. Die letzten Tropfen von der Bierschanger-Soße kommen noch raus. Oh, Adi Schatz, nicht die Mad Dog umwerfen. So. Und das riecht so gut, ich sag's euch. Jetzt ist die ganze Flasche ist leer. Die schraubt man jetzt mal hier zu. Wir halten das nochmal hoch. Guckt euch das an. Das machen wir jetzt ein bisschen rum. Im Endeffekt war es jetzt zu viel Soße. Muss ich den Rest Soße, der da drin übrig bleibt, dann nehmen, wieder rausnehmen mit dem Löffel. Mir auf ein Sandwichbrot schmieren, das dann alles so essen. Obwohl, ich sehe schon, wenn ich die Nudeln rummache, die sind innen drin ja noch richtig weiß. Da ist also noch viel Potenzial da zum Einschmieren, Einsoßen und die Geräusche vor allem richtig genial beim Rummachen. Yes! Jetzt sieht das mega lecker aus und ich würde gerne jeden einfach mal probieren lassen jetzt von dieser Schüssel mit Nudeln. Falls es nicht scharf genug ist, habe ich wieder die Mad-Dog-Soße am Start, wo wir zwei, drei Tröpfchen drauf machen können. Wir probieren jetzt aber mal hier diesen ganzen Nudelklotz. Mango-Chili. Ihr merkt auf jeden Fall diese süßliche Note, die sehr überragend ist. Ich merke auch jetzt eine deutliche Schärfe auf der Zunge, die direkt anfängt zu brennen und auch im Rachen sich ablegt. Wirkt aber trotzdem irgendwie wie Zwiebelschärfe. Und eine reine Zwiebel abbeißt, wie aus ätherischen Ölen, wie sich das irgendwie so alles festsetzt. So, das passt auf jeden Fall gut. Die Nudeln sind richtig schön sauciert. Aber, weil die Mad Dog Soße ja trotzdem weg muss, werden wir noch ein paar Tropfen mal von der Mad Dog Soße jetzt hier drauf machen und dann essen. Hiermit total vorsichtig umgehen. Ich sag's jedes Mal wieder dazu. Ich würde mir drei Tropfen, glaube ich, jetzt trauen. Ein erstmal in die Mitte. So. Eins, ein hier rüber, zwei und ein hier vorne, drei. Das sind drei Tropfen für die Menschheit, wo schon einer ausreichen müsste und sollte. Das ist immer noch die Mad Dog Silver Edition. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich nochmal rummachen. Das ist wichtig. Und jetzt zieht es dir gleich die Lederhosen aus. Das ist auch wichtig. Also... Seid ihr Samyang-Fans?
Esst ihr gerne Nudeln mit Tomatensauce vielleicht? Wie hat das eure Großmutter gemacht? Hat die da immer die Zwiebeln klein geschnitten und die ganzen kleinen Zwiebelstückchen in die Tomatensauce rein, sodass ihr immer, wenn ihr die fruchtige Soße hattet, plötzlich auf ein Zwiebelstückchen gebissen habt und alles war irgendwie nur noch scharf? Oder hat die Oma einfach eine Zwiebel genommen, in der Mitte geteilt und hat die zwei großen Zwiebelhälften mit in die Soße gelegt, sodass die Soße ein bisschen den Geschmack angenommen hat, aber ihr trotzdem ganz normal eure Tomatensoße zu euren Nudeln essen konnte. Und das ist jetzt rumgemacht. Wir probieren natürlich jetzt nochmal. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt verändert hat. Erstmal denkst du, du merkst gar keinen Unterschied, weil alles ist wie immer, aber die Maddox-Soße hat die gute Eigenschaft, die ist unbemerkt in dich eingedrungen und dann zerstört sie dich plötzlich von innen und ich merke, jetzt fängt es an, dieses Nachbrennen, was jetzt tief von unten kommt, durch die Maddox-Soße. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die perfekte Kombination. Dankeschön, Bierschanger, nochmal. Für diese Soße, ich habe so viel damit gemacht, habe die so gut aufgeteilt, aber weil ich die ja nicht ewig aufheben kann, habe ich mir den Rest jetzt hier an diese Nudeln gemacht, nochmal für ein Video und für das perfekte Samyang-Feeling jetzt nochmal nachgeschärft. Kannst du gerne, wenn du weitere Experimente hast, andere Soßen, die du da zubereitest und einen Abnehmer brauchst, mal zum Probieren, wie die schmecken, um zu gucken und ein Urteil darüber zu erlauben, bin ich gerne bereit, weitere Soßen zu testen. Dankeschön dafür. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.